Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Okay, hier ist das. Ihn geschubst habe, ganz einfach, würde ich wieder machen, würde ich auch in 20, 30 Jahren nochmal wieder machen. Das ist natürlich... Okay, ist, also für die, die es nicht... bei der Octagon-Veranstaltung hat der bei dem Face-Off quasi vor dem Octagon hat der den Flying Uwe weggeschubbt. Und das war natürlich bei einigen Leuten dann direkt der Moment, wo sie gesagt haben, hey Edis, das ist jetzt hier unsportlich, was soll das denn, bla bla bla, okay? Und dazu hat er sich jetzt geäußert und jetzt schauen wir uns das mal genau an. Bitte, ihr dürft eins nicht vergessen, das ist Profi-MMA. So, das ist kein, wir spielen hier nicht zusammen Mario Kart und wir sagen, ey, warum wirfst du mich mit der Schildkröte ab? Hör bitte auf. Oder das ist MMA. Hier wird nicht gezockt, hier wird auf die Fresse gehauen. Es wird geblutet. Es werden Takedowns fallen. Es werden Takedowns fallen. Das erinnert mich an Farid, wenn er sagt, es kommt bald ein neues Album, es werden Mütter... Der sagt, bald ist mein Kampf, es werden Takedowns fallen. Ey, aber okay, guck mal, Leute. Ich muss hier, also nichts gegen Flying Uwe. Ich habe sehr großen Respekt vor Flying Uwe. Ich mag Flying Uwe. 100% guter, stabiler Mann, den man auch, was Sport angeht und alles mögliche, kann man ihn auch wirklich als Vorbild nehmen. Man kann von ihm auch einiges sich abgucken, Trainingstipps und alles. Ich finde, der Edis hat hier nicht Unrecht. Ich finde schon, dass das, was er sagt, auch... Abgesehen davon, dass das Sinn macht, ich sehe das genauso. Digga, wir sind hier bei einem MMA-Fight. Wir sind nicht beim Kuchenessen. Da, auch wenn das ein bisschen Show, auch wenn die ein bisschen auch cool sind miteinander. Das ist ein MMA-Fight, Digga. Da muss ein bisschen Feuer rein. Da muss ja so ein bisschen, so eine ganz kleines, minimales Stichelein, damit es den Leuten auch leichter fällt, im Käfig zu kämpfen. Ich kann doch nicht einem Ring hauen, den ich voll gerne habe. Das ist schwierig. Da macht man so einen kleinen Schwenker und dann sagt, ey, hör mal auf mit der Scheiße, du Wichser. Und da ist so eine kleine, ganz kleine Funken Feuer da drin. Ja, und ich muss sagen, der Edis... spricht Hack und es ist einfach so. Ich finde das genauso. Klar kann man jetzt sagen, war ein bisschen unsportlich, ich hatte den jetzt so geschubbt, aber der Flying Uwe hat das jetzt sicher nicht auf die böse Schulter genommen. Der Flying Uwe ist ja auch keine Fotze. Der Flying Uwe weiß doch ganz genau, wie das läuft. Ja, so. Und der Edis, finde ich, hat gute Show gemacht. Vergiss nicht, Freunde. Der Edis ist bei so einer großen Veranstaltung wie Octagon am Start. Die strahlen das voll aus und da macht er so einen kleinen Schubser und guck mal, und jetzt guck mal, wie geil. Wer hat überhaupt Octagon auch gesehen als Hatef, mein iranischer Bruder, der war auch im Ring, im Cage und hat den Typen auch geschubst. Das ist richtig ernst. Das ist fucking, das ist fucking Street, Alter. MMA ist, da wird gekämpft, Digga. Was habt ihr gedacht, was die da machen? Karten spielen? Da geht's drum, wer wen auf die Fresse haut. Und genau das ist es. Und ich finde, der Edis hat das schon... Auch wenn man jetzt sagen kann, okay, hätte nicht sein müssen, aber war cool. Es hat die Stimmung ein bisschen angereiht. Da muss ja was sein, ne? Ist einfach geil. Fertig. Gucken weiter. Werden Schläge auf die Fresse kommen. So, kommt mal ein bisschen klar, Bruder. Kommt aus eure Gamer-Welt ein bisschen raus. Jetzt wird's ernst. Es ist vorbei mit diesem Ding. Ja. Es kann sein, dass ich auch mal einen Schubser bekomme. Es kann mal sein, dass es eskaliert. Das gehört dazu. Das ist 100%. Der Sport. Das ist der Sport. So muss es sein. Und 100%. Und ich weiß, für viele ist Edis halt nur dieser Twitcher aktuell, der auch Stimmen nachmacht und der sein Ding da macht mit den ganzen Twitchern und Jungs, was auch voll geil ist. Die gute Konstellation, die pushen sich, das ist einfach geile Unterhaltung. Aber viele vergessen halt, dass Edis jahrelang Grappling gemacht hat. Das heißt, er kommt auch aus dem Kampfsport. Ja, das macht was mit dir. Ne? Das macht was mit dir, wenn du 10 Jahre Grappling machst. Und dann vor so einer großen Bühne kämpfst, was ja wahrscheinlich Mert organisiert hat, auch Props dafür, sehr geile Aktion. Da gibt's doch keinen Zungkuss und Kuscheln können die nach dem Kampf. Und wir gucken uns das Face-Off auch nochmal gleich an, ich guck mal, wo das ist. Und, das ist unverhandelbar! Letztendlich ist das ja nicht so ein persönliches Problemschubser gewesen, sondern eher so ein Entertainment. Weil ich habe kein Problem mit Uwe und Uwe. Och, dann reden wir jetzt mal... Wieso machst du keinen Rematch mit Mo Abdallah bei Octagon? Wenn die Boxen anbieten an den Tag, würde ich das auch machen, klar. Riesenbühne, richtig geil, würden wir Mutterficken eigentlich. Also das waren die Worte von Edis zu dem Schubser, feiere ich, finde ich auch genauso. Ich glaube, der Uwe sieht das auch eigentlich ähnlich, würde ich sagen. Er ist halt ein Fighter. Uwe ist ein richtiger Fighter. Ja, der hat schon im Käfig gekämpft, er hat sich bewiesen, er hat seine A** gezeigt. Ne? Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz den Schubser an, damit ihr auch mal ein bisschen... Der immer, wenn ich den Namen Uwe höre...
Da erinnere ich mich an einen Typen aus dem Knast. Ey, ich war JVA Wuppertal. Sicherheitsstufe 1, schön Untersuchungshaft. Und da war da so ein Halb-Iraner. Ja, ich kenne ich schon so seit der Kindheit. Das ist so ein Prototyp. Das ist ein Prototyp. Ey, wie alt bist du? Ja, ich bin 20. Wie lange saßt du im Knast? 25. Der ist quasi im Knast geboren, hat das Tageslicht noch nie gesehen. So einer. Ihr kennt diese Patienten. Ihr seht ihn in der Stadt. Salam alaikum, alaikum salam. Auf einmal ist er 5 Jahre weg. Ihr seht ihn nach 5 Jahren wieder. Wo warst du, Bruder? Allah, ich war drin. So, Bewährungsauflang. So, du gehst was essen. Du siehst ihn. Auf einmal ist er wieder 6 Jahre weg. Ehe du dich versiehst, bist du, keine Ahnung, hat die Welt sich gedreht und der kommt gerade wieder aus dem Knast. Und der hieß einfach Uwe. Und der ist halb Iraner. Der ist halb Iraner und heißt Uwe. Und irgendwann habe ich mich über den so aufgeregt, dass der Uwe heißt als Iraner. Und dann hat er mich irgendwann nach Briefmarken gefragt. Damals im Knast war noch, ey, kannst du Briefmarken? Ich muss Brief schreiben. Und dann habe ich abends, hat er vor Fenster gerufen, habe ich gesagt, okay, ich schicke dir die Briefmarken über Beamte. Wenn ein korrekter Beamte ist, sage ich, ey, gib dir mal bitte Briefmarken, der muss morgen früh Brief rausschicken. Da habe ich die Briefmarken genommen, habe ich hinten einen Spitznamen den gegeben. Ich habe geschrieben, du ab jetzt heißt du Killer U. Du bist nicht mehr Uwe, du bist Killer U. Und der ganze Knast hat ihn danach nur noch Killer U genannt. Selbst die Beamten, Mann, ich meine, yo, Killer U, hier hast du Briefmarken von der ist so ein bisschen klein, weißt du? Und nach dieser Knastzeit, nachdem er halt Killer U ist, einige Jahre sind vergangen. Ich war dann noch nach Wuppertal, ich bin da rausgekommen von der Untersuchungshaft. Dann wenig später bin ich wieder in Untersuchungshaft gekommen in Wuppertal. Da war er aber schon weg. Dann wurde er in einen anderen Knast verlegt. Dann habe ich ihn 4 Jahre nicht mehr gesehen. Danach, ich sehe ihn zufällig in der Stadt. Ist am Spazieren gewesen. Oder warte. Nein, ich habe den gesehen. Vorher habe ich ihn gesehen in Dortmund auf einer Diskothek. Ich war feiern vor ein paar Jahren dann, ne? Und ich war in diese Dortmunder Disco. Ich weiß nicht, wie der heißt, da wo diese U ist. Ne? Und ich sage den, guck mal hier dein eigenes Logo, du Killer U riesengroß. Da war oben eine Disco. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Wir waren da oben. Und danach war ich mit denen am Laufen. Und dann sage ich zu denen, ey, Killer U, was machst du jetzt eigentlich? Auf einmal war der richtig frech. Vio, genau. Auf einmal war der richtig frech zu mir. Der guckt mich an, ey. Aber so. Ihr müsst euch vorstellen, kleine halbe Portion, so wie mein Sohn. So, ja, nee, so halbe Portion. Einmal Ohren ziehen. Macht er so zu mir. Ey, nimm mich nicht mehr, Killer U. Ich so, was? Nenn mich nicht mehr Killer U. Scheiß nicht mehr so. Ich dachte, Lani, ich hab dich so getauft. Du wirst immer so heißen. Wie heißt du jetzt? Auf einmal sagt er zu mir, ich heiße jetzt Sosa. Ich sag, was? Ja, ich heiße jetzt Sosa. Weil ich mach das Geld und verpiss mich von hier. Bevor ich dich richtig... Voila. Sagt er mir einfach, ich heiße Sosa, weil ich das Geld mache, auf unauffällig und mich verpisse. Sosa, für die den nicht kennen, Sosa ist aus einem Film. Da ist einer, der tut so, als ob der ganze Zeit so. Und am Ende kommt raus, ey, Sosa, der Boss. Legendärer Film. Ich sag denn, du Hund, geh, bevor ich dich. Du bleibst Killer U, was für Sosa, was für Geld machen, du Schwanz. Du warst 12 Jahre im Knast, du bist 20. Immer wenn ich Flying Uwe den Namen sage, muss ich an den denken, an diese Sosa-Geschichte. Okay. Ey. Ah, hier ist doch, ey, krass. Hier ist ein ganzes Edis-Video. Wir haben nur auf diesen kleinen Ausschnitt reagiert, Alter. Kaiser Sosse. Die üblichen Verdächtigen, genau. So. Auf 1,25 geht das, denke ich, 15 Minuten oder was.
Komm, ziehen wir schnell durch. Was geht ab, Chat? Wie geht's euch, Bruder? Chatman, was sagt ihr? Chatman! Es ist ja so viel passiert in der einen Woche. Wir haben so viel zu reden. Aber geil. Team Jungwirt, ja, das bin ich auch. Ich bin auch Team Jungwirt, aber ich bin auch Team Eckerlin. Ich kann beides anziehen. Was soll ich sagen, Chat? Ich glaube, ihr habt einiges mitbekommen. Es gibt einiges, was ich euch gerne erzählen kann. Kommen wir zur Presse. Geht's ehrlich? Ich will eine Umfrage. Ich will eine ehrliche Umfrage. Schau mal, wenn ihr diese Umfrage nicht ehrlich beantwortet, dann soll euch euer Crush ignorieren, wenn ihr anschreibt. Wer habt ihr gedacht, euer Crush. Mein Gegner beim Face-Off? Ehrlich, sagt ehrlich, was habt ihr gedacht, wer mein Gegner sein wird? Oh, Bruder, okay. Also ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal gepostet habe, dass ich MMA kämpfe, hat mir jeder geschrieben, ist Edis dein Gegner? Ist Edis dein Gegner? Ist Edis dein Gegner? Ich denke mir, hä? Ne, weil das war, weil es zufälligerweise ja so ein bisschen nicht zeitgleich, aber so, ich sage auf einmal, ich mache einen MMA-Kampf, er sagt, er macht einen MMA-Kampf, alle Leute direkt, Edis dein Gegner, ist Edis dein Gegner, als ich zum ersten Mal den Flyer gepostet, ey, die haben mich gefickt mit Edis, ne, und ich denke mir so, hä, nein, Mann, aber es war ja, also ich wusste ja schon, dass er gegen Uwe kämpft, ich habe gedacht, hä, warum wissen die Leute das noch gar nicht so richtig, aber ist egal, alles gut. Auf jeden Fall lustig gewesen, auf jeden Fall. Stark, sehr viele sagen schon Uwe, ja. Alberto haben noch paar. Ja gut, dieser Mike Tyson ist Troll. Ringlife hat einen, okay, Ringlife, okay. Ja, ja, Alex Pereira, ganz bestimmt. Ich hatte auch nichts anderes. Ja, der junge Mann hat nichts anderes zu tun. Okay, also sehr viele gingen davon schon aus. Okay, da hat einer auch geschrieben, Dennison, ja, okay. Aber ja, es ist Uwe. Wer soll es sonst sein? Ich glaube, Uwe ist der Einzige auf dieser wunderschönen Plattform, der den MMA-Sport gerechtfertigt. So, ich denke, er wird es gut meistern. Ich denke, er wird ein guter Gegner. Ich habe auch schon einige Kommentare gesehen. Ich bin ja auch ein bisschen so ein Fuchs-Chat. Ich lese mir ja so ein bisschen mal so durch, was so abgeht und so, ne? Und ich habe ja auch schon viel gesehen. Also was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, worauf ich echt stolz bin. Ich hatte ein bisschen Angst, ich bin ehrlich, dass eine Seite zu viele Supporter haben wird und der andere komplett dann vielleicht so, na, scheiße oder sonst was. Aber es ist so schön zu sehen, wie ich sehe, also auf TikTok oder auf YouTube oder auf sonstige, wie ihr verschiedene Meinungen habt. So, ich sehe so viele Leute, die Team Uwe sind. Ich sehe aber auch sehr viele Leute, die Team Edis sind. Und das ist... Ja, dass die Team Uwe sind, kommt ja auch daher, dass Uwe sich ja auch krass bewiesen hat und auch gekämpft hat. Bei Edis weiß man halt nicht so, wie er halt im Octagon sich macht. Wobei ich glaube, dass er halt stark ist. Ich habe ja, wie gesagt, letztes Mal im Stream habe ich euch ja erzählt, ich habe mich mit Edis ja unterhalten. Und Edis hat mir selbst gesagt, dass er jahrelang auf dem Boden Erfahrung hat. Also, das wird auf jeden Fall heftig, weil der Edis bringt natürlich auch eine krasse Größe mit. Das wird schwierig, den auf dem Boden dann zu fixieren, ne? Das ist das, was mir so sehr gut gefällt, dass das Projekt gut ankommt. Bin zu 100% für dich, Bree, aber unterschätze Uwe nicht. Um Gottes Willen, Bro. Ich verstehe nicht, warum die Leute herziehen und denken, ich würde einen Uwe unterschätzen oder egal wen. Bruder, ich würde nicht mal, wenn ich ins Campen gehe, schau mal, wo ich bei Eli, Streamerwoche war das ja, ne, in Nürnberg, wo ich gegen die ganzen Streamer dort boxen müsste, selbst die habe ich nicht unterschätzt. So, ich unterschätze niemals meine Gegner, weil du weißt nicht, bei diesem Sport sowieso, es kann mit einem Lucky Punch kann alles vorbei sein. 100%. Zu der Frage, warum ich ihn geschubst habe, ganz einfach, würde ich wieder machen, würde ich auch in 20, 30 Jahren nochmal wieder machen. Das ist natürlich, Leute, ihr dürft eins nicht vergessen, das ist Profi-MMA. So, das ist kein... Okay, das ist jetzt der kleine Ausschnitt, auf den wir gerade reagiert haben. Dass ihr Bescheid wisst, ne? Wir spielen hier nicht zusammen Mario Kart und wir sagen, ey, warum wirfst du mich mit der Schildkröte ab? Dieses, warum wirfst du mich nicht mit der Schildkröte ab, ist geil. Sinans Anwalt 97 schreibt, Sinan, kannst du mehr Details über deinen Kampf sagen? Wie, wo, was und wo bekommt man Tickets? Nochmal, falls der ein oder andere es immer noch nicht mitbekommen hat, ich kämpfe am 16. November in Dortmund. Ihr könnt die Tickets... Hier, Kira hat oben, also Mod Kira hat einen PayPal-Link da fixiert. Ihr könnt über den PayPal-Link euch die Tickets sichern. 50 Euro, erste Reihe und alle anderen Plätze sind dann 30 Euro, 35 Euro, je nachdem. Ihr könnt über PayPal mit euer Name das machen und dann ist ja euer Name und der Preis angegeben und so seid ihr dann direkt eingetragen. Wie sicher ist der Link? Ja, das ist der Link vom Veranstalter, das ist, natürlich ist er sicher. Ne? Und ihr kommt dann zu der Veranstaltung und dann sagt ihr, ich bin der und der, ich habe das und das bezahlt und dann sehen die das sofort und dann kriegt ihr direkt eure nötigen Band. So ist es am einfachsten, deswegen checkt den Link ab und holt euch die Tickets, liebe Friends. Hör bitte auf, Bruder, das ist MMA.
Entschuldigung, noch Dustin schreibt, ist VIP mit Essen und Trinken. Ja, VIP ist mit Essen und Trinken. Ja. Sinan, das ist kein PayPal-Link, da kommt man auf aufs E-Mail-Seite, da kann man keine Tickets kaufen. Und das ist irgendeine E-Mail-App, runterladen muss. Okay, ganz kurz, Entschuldigung, dann lasst mich ganz kurz nochmal anrufen und fragen, wie das da, was mit dem Link auf sich hat, warum das so ist. Moment, tut mir leid, ganz kurz. Du guckst meinen Stream gerade, das ist ja ehrenhaft. Kann ich dich auf laut machen? So, Freunde, wir haben jetzt hier einen der Verantwortlichen, die coole Sau Flo. Flo, was ist da mit dem Link? Was hat das da auf sich? Was ist das? Ist das eine Pornoseite? Was ist das? Nein, das ist halt ganz normal die E-Mail-Adresse, wo da App vom PayPal drauf bezahlt werden kann. Und wie gesagt, wenn jemand alleine kommen will, der zahlt und halt eine normale Karte haben will, die kostet halt 35 Euro, hey, hier wird dann muss er halt 35 Euro überweisen, trägt seinen Namen da ein, wird bei uns automatisch auf die Gästeliste geschrieben, kommt derjenige mit 2 Personen, dann das Ganze mal 2, also sind 70 Euro, die er bezahlen soll, oder nimmt halt bessere Karten, je nachdem, wie er will. Okay? Also es ist kein direkter Link, es ist halt der PayPal-Name, ja, worüber das Geld überwiesen wird. Okay. VIP ist 150 Euro mit, ist auch Essen, Trinken, alles dabei, wa? Genau. Also Mo meinte, Trinken auf jeden Fall, Essen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, die Leute, die über dich kommen, da werden wir auf jeden Fall was für tun. Also ich kann ja mal mit Chicken House reden, die sind immer am Start, dass die vielleicht Getränke, Essen auch mit sponsern vielleicht. Ja, gerne. Kann ich mal abfragen. Ja. Und ja, okay, Freunde, ihr habt's gehört. Wer die Tickets haben will, checkt das über den Link und dann seid ihr alle am Start am 16. November. Danke dir, mein Lieber. Gerne, gerne. Danke, ciao, ciao. Ciao. Dennis schreibt, dickste Scam. Bruder, wie kann das denn ein Scam sein? Ich kämpfe doch am 16. Jani, wenn du bezahlst, kommst du rein. Wie kann das denn ein Scam sein? Warum, was ist das für ein Sinn, Bruder? Wir machen einen Kampfsportveranstalter, wir machen hier keinen Scam, was für Scam, Digga. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle kommt. Ne? Kommt rein. Und ja. Ich würde mich freuen, liebe Friends. So, wir gucken weiter. Gehauen. Es wird Es werden Takedowns fallen. Es werden Schläge auf die F***e kommen. So, kommt mal ein bisschen klar, Bruder. Kommt aus eure Gamerwelt ein bisschen raus. Jetzt wird's ernst. Es ist vorbei mit diesem Ding. Es kann sein, dass ich auch mal einen Schubser bekomme. Es kann mal sein, dass es eskaliert. Das gehört dazu. Das ist der Sportchat. Das ist der Sport. So muss es sein. Und letztendlich ist das ja nicht so ein persönliches Problemschubser gewesen, sondern eher so ein Entertainment. Weil ich habe kein Problem mit Uwe und Uwe hat auch kein Problem mit mir. Also schaut mal, folgendes. Uwe, ich mag Uwe sehr. Das wisst ihr. Ich bin früher ein sehr großer Konsument seiner Videos gewesen. Aber in dieser Zeit, in diesen 6 Monaten, ist Uwe jetzt kein Freund. Er ist mein Gegner. Okay? Mhm. Nach den 6 Monaten, nach dem Kampf, kann man weiterreden und sich umarmen und dann geht alles ganz normal weiter. Wie ich euch das gesagt habe. Aber jetzt in diesen 6 Monaten gibt es das nicht. Jetzt in diesen 6 Monaten, Chat, wird trainiert. Jetzt gibt's auf die Fresse. Und ich habe Bock. Ihr versteht mich nicht. Ich bin einfach glücklich, Mann. Ich bin einfach glücklich. Ich will am liebsten jetzt sogar wieder aufstehen und wieder auf die Matte gehen, ja. Wie viel musst du abnehmen? Also, aktuell bin ich 86, 87 Kilo. Das heißt, ich muss 10 Kilo runter für diesen Kampf, ne? Wir werden auf 77 Kilo kämpfen. Ich habe schon sehr oft gehört, dass sie sagen, ey, das wird problematisch, aber ich glaube nicht, weil ich habe eigentlich, was Abnehmen angeht, nicht so Probleme. Ich habe eher so, was Zunehmen geht, Probleme. Ich denke, Ding, Islam Dolatov hat doch auch, der ist doch auch 1,90 und hat auf 77 Kilo gekämpft. Es ist machbar. Wenn ich nicht abnehmen sollte, dann gibt es natürlich eine Bestrafung, wenn ich zu viel wiege. Das wäre halt aber sehr dumm, ne? Wenn ich jetzt gar nicht Gewicht mache, hat das Gegnerteam das Recht zu sagen, ja, wir wollen nicht kämpfen, er hat nicht das Gewicht, was wir uns erhofft haben, geht nicht. Wird die Halle auch so... Ja, wenn du das Gewicht nicht hast, dann wake up. Ja, ist ja egal. Sie muss ja nur vage sein, ne? Groß sein wie bei dir? Ich denke nicht. Also unser Kampf wird in Dortmund stattfinden. Weight Cut, Baby, rede. Uwe würde trotzdem kämpfen. Das weiß ich nicht. Das Problem ist halt, Chat, schau mal, ihr dürft eins nicht vergessen. Es war nicht leicht, auch Uwe ranzubekommen. Weil man darf nicht vergessen, er ist auch eine YouTube, hat eine YouTube-Legacy aufgebaut. Also für mich ist das ja genauso was Besonderes.
Und es gibt, glaube ich, nichts Besseres. Stellt euch mal einfach vor, ihr habt früher seine Videos angeschaut, tagtäglich, und jetzt habt ihr die Chance, ihm auf die F*** zu hauen. Das ist schon was sehr, sehr, sehr Schönes, ne? Ich dachte, Edel sagt jetzt, ich habe früher seine Videos geschaut, jetzt steht ihr mit dem im Ring. Eigentlich voll krass, voll unglaublich. Der sagt, ich habe seine Videos geschaut, jetzt könnt ihr den auf die Fresse hauen. Also war Edel eigentlich ein Hater von ihm, der den schon immer hauen wollte. Scheiße, Alter. Ey, das ist so. Das ist eigentlich so ähnlich wie bei Kerim Engisek. Sein Gegner war ja eigentlich ein. Also, Kerim war ja ein Fan von seinem Gegner früher. Aber er hat das Ganze gesagt, das war mir eine Ehre, gegen ihn zu kämpfen, weil früher war ich ein Bewunderer von ihm. Ich hätte niemals gedacht, dass ich gegen ihn kämpfe. Und guck mal, hier ist das Subhananda, ist das fast genauso, nur dass er sagt, jetzt kann ich ihn auf die Fresse hauen. Auch geil. Das habe ich auch an meinem Gesicht, wie glücklich ich dadurch bin. Das ist eine wirklich etwas. Kann man nicht sagen. Es wird einfach geil. Vor ein paar Minuten, Monaten noch mit ihm Fortnite gespielt. Ah, stimmt, stimmt. Hakuna Tramatat, Hakuna Matata, ich küsse dein Herz. Der Gegner von Kerim Engisek hatte nach dem Kampf einen sehr schweren Autounfall. Überleg mal, du hast den Kampf verloren und machst noch einen krassen Autounfall mit deiner Frau. Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Der ist nicht zurück nach Valhalla gegangen, Digga. Er lebt, er ist wohlauf. Alhamdulillah. Guck mal, wie schnell das gehen kann. Also wirklich, ich habe auch das Foto gesehen von dem Auto, von dem Wagen, der war komplett umgedreht, kaputt. Die Frau hatte ein leichtes blaues Auge hier. Also hier, sie hatte so eine Schramme hier. Also wirklich, also Alhamdulillah ist da nichts passiert. Wir wünschen natürlich den Gegner von Kerim Engisek, mir ist der Name leider entfallen. Sie war auch im Auto. Und wünschen wir natürlich nur Liebe. Rede. Alles vorbei. Alles vorbei. Patrick Kinschel. Hau okay. Nicht zu viel drauf. Kinschel. Nein, nein. Kinschel. Viele fragen Kinschel. Sich jetzt, Uwe oder Edis. Ich sag euch ehrlich, ich kann es euch auch nicht beantworten, weil es noch ein bisschen weiter Weg vor uns ist. Okay, wir haben 6 Monate Zeit. Aktuell, wie wir jetzt aktuell sind. Kann sein, Uwe ist jetzt gerade stärker oder ich bin stärker. Weiß man nicht. Wir haben jetzt nicht zusammen trainiert. Aber in diesen 6 Monaten wird er ja auch nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und nichts machen. Ja. Aber er wird auch trainieren. Weißt du, was ich meine? Er ist ja nicht dumm. Noch dazu darf man nicht vergessen, Uwe ist jemand mit sehr viel Erfahrung. Der Mann ist, glaube ich, 6 Jahre älter als ich, so ungefähr. Er bringt viel Erfahrung. Mokro sagt, würdest du gegen Edis kämpfen? Ja, klar. Ich feiere Edis, klar, warum nicht? Der hat was drauf. Ist doch ein krasser Typ. Würdest du, auf wen setzt du bei dem Kampf? Ist schwer zu sagen, Freunde. Ich weiß, dass Uwe was drauf hat. Ich kenne die, ich kenne das Stand-Up-Boxing von Edis nicht. Ich weiß, dass er was auf dem Boden kann. Ich warte noch ein bisschen den Verlauf der Vorbereitung ab. Ich warte ab, was die posten, was man sehen kann, wie die sich verhalten, wie, was, wo. Und dann gebe ich ein Urteil ab. Das ist jetzt noch viel zu früh. Ja, klar kann jetzt jeder sagen, Uwe ist besser, aber kann sein, dass Edis gewinnt. Heißt nichts. Jetzt kommt es drauf an, wer sich in den 6 Monaten krass vorbereitet. Aber man muss dazu sagen, Uwe bringt eine krasse Erfahrung mit. Er war schon im Käfig, er weiß, wie es läuft. Guck mal, Freunde, das ist wirklich krass. Ich habe mich aufs Boxen fixiert. Ich habe vergessen, dass ich, wenn ich auf dem Boden bin, den schlagen darf. Weil mein Kopf ist auf Boxen. Ich hab nur gekebbelt, während der mich boxt. Ich denk mir, Digga, warum haust du mich da? Hör auf mich zu boxen, ich lieg doch auf Boden, Allah. Wie mich das abgefuckt hat. Aber das ist MMA, Digga. Dein Gehirn muss umschalten jetzt. Während ich auf dem Boden liege und versuche, den irgendwie Griffe zu machen, haut der mich. Und ich will denen sagen, warte doch mal, lass mich doch mal einen Griff machen. Aber das gibt's nicht. Liegst du auf dem Boden, liegt der Gegner auf dich drauf, wickst er auf dir ein. So einfach ist das. Und das ist auch eine Kopfsache. Und das muss ich jetzt auch lernen. Ich muss jetzt nicht nur lernen, wie ich mich auf dem Boden verhalte. Ich muss jetzt auch wissen, wie ich den greife, wie ich mich verteidige, wie ich den umdrehe, wie ich draufschlage. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist wirklich nicht einfach. Und jetzt ich weiß ja nicht, ob Edis jemals MMA gekämpft hat. Privat oder nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wie seine Umstellung ist. Wenn nur Grappling machen, heißt ja auch nicht, dass man auch boxen kann und so weiter und so fort. Ja. Deswegen.
Was hältst du von dem Streit Pietro und Laura? Darüber können wir später mal reden oder so. Also Pietro ist mein Bruder. Ich halte natürlich zu Pietro. Finde ich schade, dass die Presse den so auseinandernimmt. Was soll der Scheiß? Es ist überhaupt nichts bewiesen. Man weiß noch gar nichts, dass man den jetzt versucht runterzuziehen und von allen Seiten zu fronten. Diese ganze Cancel. Wo waren die denn alle bei Böse Kelp, Alter, als er seine Nutten mit der flachen Hand ins Gesicht gezogen hat? Ja, aber wie gesagt, ich stehe hinter Pietro 100%. Pietro hat ein gutes Herz, Alter. Und deren Ehestreit oder was auch immer geht kein von uns was an, Digga. Was soll der Scheiß? Ja. So, weiter geht's erstmal hier. Also es ist ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Und ich wollte auch sowas. Ich wollte keinen Fall Obst. Ich will nicht diese Universum-Boxkampf und da hier mit Bezahlung hinten rum und hier verliere oder lass mich so gewinnen oder sonst. Nein, jetzt kommt noch was oben drauf. Dieser Mann hatte zwei Profikämpfe. Das ist auch noch nicht mal zu unterschätzen, Chat. Wisst ihr, was ich meine? Profikämpfe zu haben, einmal in der Arena zu sein, einmal vor einem Publikum zu kämpfen, das ist. Das wird. Weil mein Ruf kaputt geht. Nicht Edesigner. Ja. MMA hört sich an wie Raketenwissenschaft. Ja, ist so, ich schwöre. Bei MMA muss man auf so viele Sachen achten. Digga. Schweinefleisch ist beste. Was für ein Name. Schweinefleisch ist beste, sagt. Würdest du Arm drücken gegen Schmero Schmast gewinnen? Was hast du für einen Namen? Du Ehrenlos. Dein Name ist so ehrenlos, Bruder. Ey, gegen Schmero Schmast würde ich noch gewinnen mit meinem Tennisarm, Digga. Da ist halt so Schmelzkäseneffekt, Digga. Da bringt man ein bisschen Fleisch mit, machen wir ein bisschen Käse drauf, alles gut. Wird Adrenalin geben. Das ist das, wo ich ein bisschen, das, wo ich ein bisschen mir denken werde, okay, wie mache ich das? Mit dem Druck umzugehen. Ich hatte noch nie wirklich so, also als Kind hatte ich viele Ringerkämpfe, aber da hatte ich jetzt nie Angst, nie Druck, aber ich war da noch ein Kind, Bruder. Da ging es auch nicht wirklich um viel. Wie fandest du den Talahorn-Einlauf? War witzig. Hab ich gefeiert. Nur einer der heftigsten Videoreihe für YouTube, wenn du 1 bis 2 Monate vor dem Kampf in Thailand, das ist sowieso alles geplant, mein Bruder. Du kannst ihn analysieren wegen der Knöpfe Oh! und er dich nicht. Oho! Edis hat jetzt hier quasi schon gespoilert und gesagt, dass er nach Thailand fliegen wird und sich vorbereiten wird. Das ist krass. Also ich sag euch, wenn ihr solche Vorbereitungen machen wollt, nach Thailand fliegt, ist super Adressen, ihr müsst dort nur aufpassen, wegen Roller fahren, ohne Helm, viele Todesopfer dort. Also das wird heftig. Ja, das wird heftig. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf den Content. Ich habe zu Edis ja auch gesagt, komm mal rüber zum Sparring. Gucken wir mal ein bisschen wegen Luft und so. Mal gucken. Er hat auch gesagt, der hat Bock auf jeden Fall mit vielen Leuten das zu machen. Der wird vorbeikommen. Mal sehen. Wenn er vorbeikommt, dann kann man gucken, was er kann. Oder wie stark er ist. Vielleicht lerne ich auch was von ihm. Und ich bin auf die Thailand-Vlogs gespannt, weil der Edis passt da auch gut rein. Vom Körperbau, vom Aussehen her. Sieht auch aus wie so ein Fighter, Digga. Bin mal gespannt. Ja, aber du darfst eins nicht vergessen. Der Uwe, der dort gekämpft hat, ist 5 Jahre her. Weißt du, was ich meine? Und jetzt kommen nochmal 6 Monate Vorbereitung obendrauf. Also, folgendes, Abend, Servus. Es ist geplant, wir machen das so. Wir haben natürlich einige Trainingspläne geplant. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das jetzt mit YouTube machen soll. Soll ich wirklich alles reinstellen? Ich will mit euch nach Thailand fliegen. Dort will ich für euch so Folgen aufdrehen. Also wirklich. Also ich kann dir empfehlen, Edis, falls du das hier siehst, ich würde mich voll interessieren, wie deine Ernährung in Thailand ist, was es dort zu essen gibt, wie du dich ernährst bei den Trainingseinheiten, wie viele Trainingseinheiten du am Tag machst, wie oft du dich massieren lassen gehst. Ganz wichtig. Senat Gashi lässt sich dort am Tag 5-mal massieren, Digga, das ist nicht so teuer dort. Halt aus dem Alltag zeigst, welchen Gym du gehst, kann ja sein, dass du den Gym auch mal wechselst. Also ich denke mal, du kannst da massig Content machen. Massieren mit Happy End, ja, muss er jetzt nicht zeigen, aber Augenzwinker, damit wir wissen, in welchen Massageloge wir gehen müssen, falls wir mal dort unser Unwesen treiben, ne? Folgen in Thailand, was passiert mit guter Qualität, Kamera, dann seht ihr was von Thailand, den Lifestyle, wie Gewicht gemacht wird, wie dort trainiert wird. Ich habe diese Sachen vor, also ist ja nicht so.
Aber ich weiß halt noch nicht genau, wie, was ich zeigen soll, was ich nicht zeigen soll. Weil wenn ich jetzt alles zeige, wie mein Training ist, ja, wow. Dann braucht der Uwe nur meine YouTube-Videos anzuschauen, was er, glaube ich, eh schon macht. Und fertig, da hat er mich dann analysiert. Ja, ich finde, er hat nicht ganz Unrecht. Aber ich glaube immer, die Leute, die immer denken, dass sie sich die Trainingsvideos anschauen und dann alles direkt wissen, im Kampf ist das dann immer anders. Das umzusetzen, was die sich in den Videos reingezogen haben, damit die denken, wie die wissen, wie du bist, das ist nicht 100% umsetzbar. Er kann sich ein, zwei Sachen vielleicht merken. Ja, Edis kommt immer von rechts zum Beispiel. Aber alles kann man sich nicht merken. Deswegen hau ruhig Promo raus, Digi. Ich würde mich sehr freuen. Machst du Entwässerung? Ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, jetzt schon auf die 77 Kilo runterzukommen und mich erstmal so einen Monat lang komplett auf die 77 zu gewöhnen und Boah. Bei so zu trainieren, weil ich hatte noch... 77 Kilo, Dicker! Oh mein Gott, Alter. Das hört sich in meiner Welt nach einem Ding der Unmöglichkeit an. Ich kämpfe gerade, dass ich 8 Kilo runtergehe. Bruder, 77 Kilo auf 1,90. Wisst ihr, wie heftig das ist? Alter. Wisst ihr, wer er dann aussieht? Durchtrainiert wie Van Damme. So jede Muskel siehst du. Seine Haut ist so dünn, Digga. Ja, nee, wenn ich eine Nadel nehme und reinstecke, vielleicht stirbt er wegen Abstecherei, Bruder. So dünn, wie der ist dann. Oh mein Gott, Digga. Also, das ist heftig, Mann. Nee, 77 Kilo. Ich glaube, ich habe zuletzt 77 gewogen, als ich 14 war. Thai Chicks, Edis. Bruder, 6 Monate, jetzt gibt's nichts mit Chicks Mix. Chicks Mix. Was gibt's nicht, Bruder? Bumsen macht Beine schwach. Essen. Ja, Bruder, jetzt ist 6 Monate so. Mein Trainer hat immer gesagt, Bumsen macht Beine schwach. Ne? Also eine Woche vom Kampf oder 2-3 Tage vom Fußballspiel hatten wir vom Trainer gekriegt. Ne? Immer das berühmteste Sprichwort. Jung! Beine schwach. Hört auf zu 3 Tage. Sonntag ist Spiel. Das hier, Bruder. Ich krieg höchstens Thai-Massage, aber nicht mehr nicht. Das war's. Also kann sein, in diesem Stream, in diesen nächsten 6 Monaten, dass die Rallye-Quote sehr hoch geht. Ohne Happy... Nee, ohne. Ey, bitte, Chat, hört auf. Ohne da haben wir Happy End hier. Son, hört auf mit sowas. Ich bin... Hört auf. Fokus. Fokus. Hört auf, Mann, ey. Kein Happy End. Fokus. Schau mal, was ihr macht. Schau mal, ihr hört auf. Ab wann kann man Karten holen? Das weiß ich noch gar nicht. Warum muss Uwe nicht zunehmen, aber du musst abnehmen? Ja, es gab ein bisschen Diskussionen mit meinem Trainer und Uwe sein Trainer. Uwe sein Trainer wollte sogar, dass ich eigentlich auf, ich glaube, 73 Kilo kämpfe. Oder auf 72, ich weiß nicht mehr. Aber Bruder, wie hätte ich auf 72 Kilo kämpfen sollen? Weißt du, was ich meine, Janne? Da hat mein Trainer, da hat sich dann auch ein bisschen so, also er hat gemeint, Bruder, auf 72 keine Chance. Wenn der Junge auf 72 Kilo runtergeht, dann hat der nur 30% Power. So, wir wollen ja auch einen Kilo, vollen 100% Edis und einen 100% Uwe. So, wir wollen ja nicht diese uns komplett f***en und komplett kaputt machen und nachher sehen wir da aus wie so Leichen und kämpfen da mit kein Blut im Körper. Warum nimmt Uwe nicht ein bisschen zu? Ich weiß nicht, schau mal, Chat, ich bin ehrlich, es ist eigentlich eher meine Schuld, bin ich ehrlich. Ich wollte einfach nur diesen Kampf. So, ich weiß, ich bin ehrlich. Schau mal, ich bin wirklich ehrlich, ich weiß bis jetzt nicht mal zu 100%, was meine Gage ist. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Orientierung, aber mich juckt das nicht. Das ist nicht das, wo... Also, darauf bin ich nicht fokussiert. Ich bin auf den Kampf fokussiert. Und ich hatte Angst, dass wenn wir den Kampf auf so 85 Kilo, 84 Kilo setzen, dass Uwe das nicht machen wird. Und weil es eh schon Diskussion gab, weil die Seite gesagt hat, die wollen sogar auf 72, haben die mit mir diskutiert, habe ich gesagt, nein, Jungs, egal, wir machen 77, wir machen, ich will einfach machen. Und ich habe gesagt, ist mir scheißegal, Walla, wenn er nicht mehr... Ja, da hat der Edis leider zu schnell, weil er den Kampf unbedingt wollte, hat er etwas zugesagt, was ihn jetzt im Nachhinein eventuell ein bisschen stört. Weil jetzt Edis, dass er auf 77 Kilo runtergeht, ich glaube, das wird er ganz mit Ernährung auch nicht schaffen, weil er schon sehr, sehr dünn ist. Also der ist natürlich sehr gut gebaut, keine Frage. Aber das schafft er, glaube ich, nur noch mit Weightcut am Ende, Alter. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ne? Aber er sieht schon ziemlich schlank aus, Digga. Und da noch auf dieses Gewicht runterzugehen, bei seiner Größe, ist auch nicht einfach, finde ich. Ne? Aber wie gesagt, kann auch sein, dass das voll einfach ist. Ich weiß es gar nicht. Ich möchte, egal. Ich will einfach nur kämpfen. Und dann habe ich gesagt, 77, okay. Er, okay. Handschlag, fertig, okay. Wir kämpfen auf 77 Kilo. Deine hart erarbeiteten Muskeln musst du jetzt opfern. Ich werde auf jeden Fall mein Körper wird sich auf jeden Fall ändern. Aber ich denke, wir kriegen das schon hin. Ich denke, ich werde versuchen immer noch, dass es gut aussieht. Jetzt wird halt nicht mehr Fitnesspumpe. Zum Beispiel, guck mal Edis sein Gesicht an, liebe Friends. Guck mal sein Gesicht an. Er hat hier schon eine sehr dünne Haut, wie ihr sehen könnt. Ja, er ist von
Er ist natural schon sehr schlank. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er wiegt. Also wenn er jetzt noch mal 10 Kilo abnimmt, weiß ich nicht, wie das auch gesund aus, also wie gesund das aussieht auch in seinem Gesicht, weil er hat schon seine Haut ist sehr dünn. Er ist 84 Kilo. Er ist aktuell 84 Kilo und er muss auf 73. Boah, das sind fast 10 Kilo, Digga. 88 Kilo ist der. Boah, das ist ja der. Alter. Wow. Cobro, danke für den Kommentar. Smolik hat sehr gelitten, als er damals abnehmen musste und meinte, die Schläge taten unerwartet krass weh dann. 100%. Ich war bei dem Kampf von Smolfik und Smolfik hat natürlich einen riesen Fehler gemacht, indem er dieses Runterhungern und Weightcut und all diese Scheiße gemacht hat, damit er richtig Gewicht verliert. Und das war sein Verhängnis, weil er dieses Gewicht nicht gewohnt war. Die Schläge von dem anderen Typen taten plötzlich so krass weh. Damit hat Smolik nicht gerechnet, weil er einfach sehr, sehr dünn war. Ja? Und das war er nicht gewohnt. Und das war wirklich ein Problem für Smolik. Ne? Und ich habe die Befürchtung, wenn Edis von 88 Kilo auch auf die 73 geht, abgesehen davon, dass das nicht mehr so gesund aussieht, dass es vielleicht für Edis auch schwierig sein kann. Ne, wegen Schmerzen. Das heißt, er muss hartes Sparring machen. Sondern eher, ja, jetzt kommt halt richtig diese Ex. Sinan, wie viel hast du bei HDF-Video von Echo? Wie viel ich da gewogen habe? Boah, da war ich auf 70 Kilo, Digga. Nicht sogar, ja, oder vielleicht 79. Ich weiß ja, ich kann mich gar nicht erinnern. Athletisch, athletisch, ne? Also diese Bizeps und alles geht weg. Ich bin aktuell auf Mods, können wir. Warte mal, macht mal einen Comment. Macht mal Ausrufezeichen Statistik Edis oder. Oder nee, Ausrufe. Stats. Was ist Manuelsens Spitzname? Ja, ich weiß noch, Manuel das feiert, wenn ich das hier so sage, aber ich habe einen Spitznamen für den, weil er halt immer mit G-Hack ist, habe ich ihn Manuelzein genannt. Aber so ein kleiner Spaß unter uns. Weil der und G sind natürlich Best Friends, klar. Grüße an G-Hack. Genau, Stats ist gut. Und dann macht mal bei mir Folgendes rein. Aktuell 86 Kilo bei einer Körpergröße von 1,92. Bilanz 0,0. Ja, mehr brauchen wir nicht. Und Single. Ganz wichtig. Respekt. 9 Kilo abnehmen und du bist jetzt schon so trocken. Das wird schwer. Na ja, gut. Passt schon, kriegen wir hin. Kein Geschäftsessen, das war's. Das war's. Okay, habt ihr irgendwelche Fragen? Fragt gerne. Ich bin hier mit live gekommen, um mit euch zu reden. Ich hab Bock, mit euch zu Hier, live reden. und Sehr, direkt. sehr gerne. Aha, warte, Skuros ist hier. Moin Edis, ich habe gesehen, dieser Uwe will dich angreifen. Soll ich mir den packen oder ist das ein Spaßkampf? Also, folgendes. Es ist natürlich Spaß, alles gut. Ne? Alles gut, kein Stress. Es ist nicht so ein Halle-8-Ding, Bro. Wir werden natürlich alles schön abgemacht. Er hat okay gesagt, ich habe okay gesagt. Alles gut. Aber wenn es natürlich eskalieren soll, es kann sein, wenn du den Trainer vielleicht. Also wenn es eskalieren sollte, gerne. Du kannst auf den Trainer. Ich drück dir die Daumen for real. Ich komme dahin gucken. Geil, geil, geil. Wenn der gewinnt, stimme ich. Ja, schauen wir mal. Aber geil, freut mich wirklich. Freut mich auch, dass so viele mitbekommen haben. Was meinst du, Theo? Was ist so deine Prediction? Ehrlich. Trainer von Uwe, Ismail Çetinkaya, ja auch eine krasse Nummer. Habe ich schon mitbekommen. Ich habe schon gehört von dem Ismail. Ich habe auch damals schon, wo Uwe den Kampf hatte bei GMC, habe ich mir den Ismail schon angeschaut. Ja, er hat auf jeden Fall was drauf. Aber ist auch gut. Er muss ja was drauf haben, Bruder. Ich will einen Konkurrenzkampf. Ich will nicht da reingehen und einfach einen Boxautomatschlag setzen und schauen, was mein Rekord ist, sondern ich will mich richtig züchten. So, ich sag dir ehrlich, du gewinnst. Also ich glaube das. Irgendwie viele sagen auch Uwe, manche Edis, aber ich sag ehrlich, du. Geil. Du gewinnst, aber Gewicht wird schwer wegzukommen. Dankeschön erstmal für das Vertrauen auf mich. Ich finde das so geil, dass auch viele Uwe sagen, Bruder, ich habe ja so ein paar TikTok-Kommentare gelesen, die sind so, die sagen so, ey, Edis ist im Striking eine Null, Uwe wird den komplett mit einem Drehkick ausnocken und so. Die denken. Scheiße. Wie viel hast du bei dem Video von Casey Rebell nach dem Knast gewogen? Ja, das war der Tag, wo Casey mich geleakt hat, der Gauner. Da habe ich tatsächlich 120 Kilo gewogen. Ich habe 120 Kilo gewogen, mein Oberarm war der Umfang meines Oberschenkels. Da habe ich wirklich Bodybuilding sein Vater gemacht, aber hätte schlägereitechnisch nicht so viele Chancen gehabt, weil ich da halt wirklich zu breit war und zu muskulös. Ich hätte da eine Minute durchboxen können, kaputt schlagen können, aber dann wäre ich auf jeden Fall K.O. gewesen. Ne? Ich habe da 2 Jahre trainiert,
im Knast, glaubt es mir, bestes Training. Sehr, sehr geil konnte man sich aufs Training fixieren. Kannst du ein Bild zeigen? Ich guck mal gleich, ob wir die Aufnahme mit Casey finden, dann zeige ich mal, wie ich aussah. Bruder, der Kampf geht los, ich stehe einfach so da. Bruder, die denken auch, diese Boxen, was ich bei der Streamerwoche gemacht habe, wo ich gegen Eldos geboxt habe, die denken, das ist mein Striking-Chat. Die denken, so kämpfe ich im Stand. Hey, das habe ich gar nicht gesehen, dass er das gemacht hat. Dieses Boxen-Sachen und so. Die haben keine Ahnung. Also eins kann ich euch sagen, als ich im Knast war, Freunde, habe ich 1 Kilo Eiweiß die Woche weggehauen. Ich habe 1 Kilo Eiweiß in den Knast geschmuggelt. Nicht in jedem Knast ist Eiweiß verboten, aber in meinem Knast war Eiweiß verboten. Das heißt, ich musste mir voll den Kopf machen, wie ich immer Eiweiß reinschmuggel. Ich habe sogar noch einen Vlog, wie ich Eiweiß reinschmuggel in den Knast. Diesen Vlog habe ich nie rausgebracht, weil ich mir dachte, so wegen Zinkerei nicht, dass andere Beamte aufmerksam werden. Aber die Beamte wissen eh, wie wir das reinbringen. Ich werde diesen Vlog irgendwann mal vielleicht raushauen. Auf jeden Fall, Minimum 1 Kilo die Woche Eiweiß habe ich weggeballert. Was wir vor 3 bis 4 Jahren alles gemacht haben im Training. Die wissen das gar nicht, die haben das gar nicht gesehen. Die sehen das so ein Ausschnitt in der Streamerwoche, wie ich auf einen Eldos, Bruder, was ist Eldos-Land? Eldos ist ein Zahnstocher, der Arme, den kannst du doch nicht. Aber ja, ich sag ehrlich, wenn du Bodenkampf mehr trainierst, dann kannst du gewinnen. Trainier den Bodenkampf. Ich würde eher auf, ich trainiere. Also nicht immer ein Kilo die Woche, aber gefühlt irgendwie 1 Kilo ging weg die Woche, Alter. Ich konnte Eiweiß nicht mehr sehen, Digga, aber ich hab's reingehauen. Morgens, mittags, abends. Knast ist das Beste für Training, ich sag euch das. Ich trainiere alles. Egal, sollen die reden, spätestens Kampf. Ach, Bruder, ich kämpfe doch nicht für diese TikTok-Hater. Für die kämpfe ich nicht. Ich kämpfe für mich. Ich finde das aber auch geil. Ich sag ehrlich, ich finde das auch geil. Ich finde das sowas Geiles, solche Kommentare. Die denken, die tun mir Schaden. Die denken, die tun mich verletzen mit diesen Worten. Aber ganz im Gegenteil, die motivieren mich. Aber extrem. Ich bekomme eine Motivation, ich bekomme einen Push von solchen Kommentaren. Deswegen bin ich diesen Leuten sogar dankbar. Ich bin ihnen wirklich dankbar. Es gab sogar teilweise schon Kommentare oder Nachrichten mit blauen Herzen. Das ist aber crazy, Bro. Das ist crazy. Also mich anzuschreiben, du kannst ja sagen, Edis, du wirst kassieren. Edis, du wirst K.O. gehen. Aber zu sagen, Edis, du wirst K.O. gehen und danach ein blaues Herz zu setzen, ist crazy, Bro. Also grünes Herz wäre jetzt krass gewesen. Wirst du danach mehr Kämpfe machen? Ich hab's vor, aber mal schauen. Welches Lied beim Walk-In? Keine Ahnung. Wirst du in Thailand gehen, um zu trainieren? Ja, und um dort auch Massage zu bekommen. So, noch irgendwelche Fragen? Sobald ich sage Thailand, Massage, wieso kommt ihr immer direkt mit eurem scheiß Happy End? Diese Happy End wird's im... Diese Happy End gibt's an jede zweite Ecke in Essen. Aber das Problem ist, die Eulen sehen halt so kacke aus. Die sehen aus wie von meinem Kollege, der Vater, Digga. Kampf geben, wenn ich den Gürtel hebe, dann das ist ein Happy End. Aber lasst mich in Ruhe mit Thailand Massagen Happy End. Das ist nicht das Happy End, wonach ich gerade suche, Chat. Hey. 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 Was soll das? Ist sonst noch irgendwas? Darf er so? Darf er so? Natürlich darf er so. Ich habe ja auch dementsprechend schon die Antwort gegeben. So Leute, ich bin jetzt im Training. Es geht los. Und ich wollte noch mal ganz viel Liebe an meinen Coach. Ey, guck mal. Ey, ist ohne Scheiß, ne? Ey, wenn der Edis jetzt noch 10 Kilo runtergeht. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass Edis, also dass das nicht ihn körperlich schwächt. Also er muss mit dem Gewicht schnell runter, damit er damit umgehen kann. Das wird heftig. Also Respekt an Edis, wenn er das hinkriegt, dieses Gewicht zu kriegen und gut auszusehen. Mein lieber Scholli, Digga. Der Kamera sagen, der dafür gesorgt hat, dass wir hier einen Uwe-Simulator haben. Oh, perfekt, also das Größenverhältnis ist optimal. Wenn ich diese Beefereien zwischen den beiden sehe, denke ich immer an diese Beeferei, was wir beim Boxen immer gemacht haben früher. Ne? Ich gegen Bösemann oder gegen Mo Abdallah. Ihr wisst, was für geile Videos wir gemacht haben. Weil da war auch echter Beef. Ne? Da war richtig echter Beef. Und was für eine geile Promo wir gemacht haben. Ey, sag mal bitte ehrlich, was für lustige Videos haben wir da gemacht? Sinan, Sinan. Oder diese Anrufe und Digga, was haben wir nur gemacht? Hat einer eine geilere Promo als das gemacht? Gibt's doch nicht. Aber das war schon mit Abstand die heftigsten und lustigsten TikToks, YouTube-Videos und Interviews. Aber das war legendär. Das kann uns echt keiner nehmen. Also ich bin auch auf die Promo der beiden gespannt.
Ich weiß ja, Edis ist ja auch ein lustiger Kerl. Der wird bestimmt auch, ey, der Edis wird wahrscheinlich auch irgendwelche Telefonpranks bei dem machen oder so. Ja, du wirst verlieren, so als Farid-Stimme oder als Mois-Stimme oder so. Das wäre geil. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Training. Os! Passt doch, sind wir alle cool mit, oder? Cloud Money sagt, eure Beefereien waren nicht lustig, es ging um schwere Vorwürfe und so. Ja, ich rede aber von der Promo an sich dann. Danach, bei der Promo war das ja ein bisschen weniger. Später war das ja richtig viel, weil der böse Mann ja natürlich versucht hat, mit dreckigen Karten zu spielen, ne? Boah. Teil uns mal bitte deine Gefühle mit Chat, ihr glaubt gar nicht. So, das ist so ein geiles Gefühl gewesen, Mann. Es ist so. Er schickt Standort von Esslingen. Mann, das waren doch die legendärsten Videos, bitte. So ein geiles Gefühl gewesen. Du stehst da, ich rede in diesem Mikrofon, ich höre meine Stimme im Hall. Ich höre das und ich weiß, da sind gerade 60.000 Menschen drin. Ich rede gerade. Ich meine live, okay, wir sind tagtäglich live. Wir sind immer hunderte von Menschen drin, ja. Aber so mal richtig ins Mic zu reden und live deine Stimme so, also so laut zu hören. Wisst ihr? Krankes Gefühl wahrscheinlich. So ein ähnliches Gefühl. Okay, das waren natürlich 60.000 Menschen, aber so ein ähnliches Gefühl war das auch bei unser Walk-In mit Mo Abdallah. Auch volles Haus, Rudolf Weber Arena. Das war natürlich auch ein Highlight. Was wir selbst auf die Beine gestellt haben, alleine, jetzt ohne ein Riesen, jetzt ohne Oktagon oder ohne irgendwas. Also das war nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Weil da ging es nur um uns. Da ging es nur um unser Beef. Versteht ihr? Das war ganz anders. Das war ein anderes Feeling. Die Menschen waren bis zu dem Ring ganz vorne. Das war anders. Das war ein Anfänger gegen einen Profi. Das war wirklich krass. Und aber ich kann mir vorstellen, wie Edis sich fühlt. Das ist heftig. Und ich sei ihm das auch gegönnt und Uwe auch. Was für ein, ich hoffe mal, diejenigen, die sich sowas immer gewünscht haben, das wird euch erfüllt. Weißt du, was für ein Gefühl das ist? So wie, oh, das ist unbeschreiblich. Klar war man ein bisschen nervös, deswegen habe ich auch, einmal habe ich irgendeine Scheiße geredet, da wusste ich nicht, was ich sage. Weil man weiß nicht was. So, das ist voll crazy. Fritz! Ach ja, schau mal, das ist übrigens bezüglich Face-Off, ne? Warum der Schubser kam, werdet ihr auch noch erfahren. Der Uwe und ich hatten noch ein Interview, ne? Und bei diesem Interview, da hat der Uwe was gesagt, was mich ein bisschen getriggert hat. Deswegen habe ich gesagt, okay, du sagst das zu mir, schau, was ich bei Face-Off mache, deswegen. Aber das Interview erscheint noch, schauen wir ja. Also das werdet ihr noch sehen, was da kommt. Das Interview kommt bald, ich glaube aber auf dem Octagon-Kanal. Und ihr müsst auch eins bedenken, beim Face-Off ist der mir zu nah rangekommen, Chat. Ich mag das nicht, wenn man mir zu nah rankommt. Schubser war unnötig, nein, das passt schon, das war gut. Das war sogar zu wenig. Und das eins dürft ihr auch nicht vergessen, beim Face-Off, ne? Der Uwe ist ja klein. Er hat es einfacher, beim Face-Off nach hoch zu drücken, ne? Der drückt mich so hoch und ich merke langsam, okay, ich gehe ein bisschen hoch, Bruder, weil ich kann schwer runterdrücken. Weil runterdrücken ist schwer, aber hoch ist einfacher. Und ich merke so langsam, okay, ich gehe hoch. Aber nein, Mann, ich gehe nicht hoch. Nicht vor so viel 60. Flying Uwe, aka der Gabelstapler. Der drückt so hoch, sein Motor geht an. 1000 Leuten, dann habe ich diesen Schubser gegeben, so ich musste. Schaut, das werdet ihr jetzt sehen. Bitte. Reicht, laden. Aber guck mal, der Uwe, kleinen Tritt noch. Ja, natürlich ist das sportlich, Mann. Bruder, manche Leute sagen da. Hier, Hatef, der Boss. Der hat dasselbe im Ring gemacht, nur halt richtig auf Ernst. Hatef, der King. Bald Sparring mit Hatef, mit dieser Maschine hier, mit dem Octagon-Champion. Wer hat Bock, dass ich einen Vlog mit dem Octagon-Champion mache? Armenkoi, bin ich lebensmüde? Springe ich selber vom Zug? Oder was tue ich da, Digga? Was ist mir... Was? Digga, welcher Teufel hat in mein Ohr geflüstert, als ich morgens aufgewacht bin, dass ich sage, ich will mit Hatef Sparring machen? Der Teufel hat so lange in mein Ohr geredet, dass ich den geschrieben habe, Bruder, wann Sparring? Eieiei. Eieiei. Das Scheiße. Auch wenn er mich verprügelt. Auch wenn er mich verprügelt, Freunde, ihr kriegt diesen Block. Ihr kriegt diesen Block. Sinan G gegen Octagon Champion, Sparring, Boxsparring. Armenkoi. Was soll das unnötig? Halt die F***, Mann, das ist kein Mario Kart Turnier. Wenn du Liebe sehen willst, dann schau dir Ding. Guck Love Island an. Spiel Sims am Anarim. Also schau kein MMA. Ja, starkes, cooles Video von Edis. Cooles Statement sozusagen. Fand ich sehr nice, unterstütze ich natürlich auch, das finde ich super.
reserviert. Ich hab ein paar Kugeln für euch besser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert.